Tag 2 und Game Day damit. Ab geht's zum ersten Formcheck. Ist noch relativ früh, deswegen bin ich mal nicht ganz so laut hier im Hotel. Ja, 6 Uhr. Ab geht's, gucken, wie sie aussehen und dann geht's gleich zum Frühstück. Kann sich doch schon mal sehen lassen. Beine noch mal ein bisschen freier geworden. Dann auch super. So. Mal einiges an Wasser rausgegangen. Dann wird es heute ordentlich Kohlenhydrate. Nächste im Bunde. Ist in der Nacht auch noch mal eine Menge gegangen. Wir müssen die Beine aussehen. Schön geteilt. Sehr gut. So. Jetzt gehen wir mal rücken. Tag. Sehr schön. Hast du GDL? Unfassbar. Ist aktuell Gold wert. Nicht im Shop verfügbar. Also ja, mit Jan 10 sichern, sobald es wieder da ist. Denn wenn das wieder ausverkauft ist, dann haben wir wieder alle ein Problem. Na, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Die beiden Jungs sind als erstes dran. Erst der Michael in der Athletik und dann der Anton in der Classic Physik. Und jetzt geht's noch weiter. Aber ich bin soweit schon mal sehr zufrieden. Stark. Gut. Bisschen flach. Müssen auf jeden Fall noch was essen. Trizeps nochmal hinterher gleich. Ein bisschen die Linie sehen. Ja, schön. Raus. Es ist noch mal einiges an Härte gegangen in der Nacht. Das war echt cool. Das war was. So. Ja, schön. Nochmal eine Rückpose. Stark. Stark. Richtig geil. Die nächsten im Bunde. Sehr schön. Machen wir mal die Seitposen, die so gut sind. Bäcker an. Stark. Nicht zu weit nach hinten ziehen den Arm, ne? Genau, ja, sehr schön. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin zufrieden. Alle haben, glaube ich, ihre Lebensbestform erreicht bislang. Und ja, dann schauen wir mal, was heute die Konkurrenz sagt. Du weißt ja nie, wer kommt bei sowas, ne? Schauen wir mal. Aber was auf jeden Fall cool ist, alle sind wirklich komplett netti und das ist mir wichtig. Ja, jetzt hole ich noch die Tamara ab und dann gehen wir jetzt erstmal frühstücken und gucken, was das Buffet hier sagt. It's Game Day. So, wir sind jetzt unterwegs zur Halle. Stadthalle Walsrode. Ja, alle sind well prepared. Als erstes ist gleich der Michael dran. Es ist jetzt 8.15 Uhr. Ja, das heißt, Michael ist um 9 Uhr gleich schon auf der Bühne. Wir müssen uns ein bisschen sputen, dass wir rechtzeitig da sind. Ja, seine Farbe sollte geklappt haben. Was zu essen haben wir auch dabei. Genau, und er hat ja auch noch genug zum Laden. Also das sollte auf jeden Fall passen. Dann werde ich ihn gleich noch ein bisschen was trinken lassen. Ein bisschen Citrullin, ein bisschen Salz und dann Abfahrt vor uns im Auto. Der Anton ist direkt dann danach dran. Die Classic Physik als zweite Klasse sozusagen für uns heute. Dann kommt die Charlie, die ein mega geiles Bühnen-Make-up gerade gekriegt hat von der Tamara. Wirklich richtig, richtig gut aus. Also da hat sie sich mal wieder mega Mühe gegeben. Also das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja, und die Frisur sitzt im Übrigen auch. Also richtig geiler Stage-Look. Gefällt mir optimal. So muss das laufen. Genau, und heute Nachmittag dann die Jungs, die schweren Männer, noch dran. Männer Bodybuilding. Genau, und die können jetzt noch chillen. Hab jetzt gerade mit Alex und Niklas gefrühstückt. Die sind jetzt noch im Hotel. Die können ganz entspannt auschecken. Die müssen ja auch nicht zu früh da sein. Die können sich dann gleich noch ins Publikum setzen. Vorher nochmal den Wettkampf anschauen. Und der andere Alex ist noch in einer anderen Unterkunft. Mit dem habe ich heute Morgen schon gefacetimed. Der sieht auch gut aus. Der hat nochmal deutlich an Härte gewonnen. Bei ihm war so ein bisschen das Problem, dass er über Nacht halt gefahren ist. Und die haben 7 Stunden Anreise. Und musste sich dann auch nach der Arbeit noch entharren. Hat bis 20 Uhr noch arbeiten müssen am Donnerstag. Dann haben sie ihn bis 0 Uhr entharrt. Und dann sind sie 7 Stunden bis 7 Uhr morgens durchgefahren. Also er hat praktisch gar nicht geschlafen. Deswegen war gestern dann noch so ein leichter Wasserfilm drauf. Mittlerweile sieht er
aber deutlich besser aus, hat also auch nochmal ordentlich Wasser verloren über Nacht und dementsprechend in den Juniorenklasse auch wird sie sich heute sehr gut behaupten können. Ja, und dann bin ich gespannt auf einen fairen und coolen Wettkampf. Gleich sind wir da. Dieses T-Shirt habe ich immer bei den Wettkämpfen. Und halt stimmt, habe ich auf den Bildern immer, schon gesehen. Immer, bei jedem Wettkampf. Was geht da? Was geht da? Was geht da? Was geht da? Wie geht's euch allen? Moin. Moin. Fit, bereit, motiviert? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir müssen uns auch gleich schon rein. Der Michael ist in der Athletik, der erste Athlet von mir jetzt, also eine halbe Stunde schon dran. Geht gleich los, ne? Ja, und Anton dann in der Classic zweiter. Dementsprechend, ja. Okay, Stefan ist gerade im Training, wir kommen auch mit rein. Ja, wollen wir uns erstmal einen Platz suchen? Willst du dann erstmal da auf dem Platz noch bleiben, oder? So, jetzt geht's mal zum Tanning gucken. Der Michael ist nämlich schon da und kriegt seine letzte Farbschicht, den letzten Schliff. Schauen. So, jetzt gibt's Finish. Wie fühlt sich? Auf geht's. Salz rein. Michael! Du, Michael Rohrbeck. Michael, jawohl! Druck auf den Bauch, Druck auf die Beine! Druck nach außen auf die Knie! Jawohl! Sehr schön! Yes! Druck auf den Arsch! Genau! Super! Druck auf den Arsch, komm! Ja! Sehr schön! What a turn to the right! Deine Michael! Bauch rein! Druck drauf! So, jetzt wollen wir mal einen Formcheck machen, oder wie sieht das aus? Ja, gerne. Ja, aber habe ich noch nicht. Nice. Du hast da hinten gegeben, wie du. Ja? Ja. Farbe ist jetzt ein bisschen am Bauch, aber das wird ja gleich noch ausgebessert. Immer schön Druck auf die Beine, weil der Beuger teilt sich nur, wenn du den Druck drauf gibst. Ne? Also das gibt dir optisch ordentlich Punkte. Yes. Mach gleich Doppelbizeps von vorne. Zack. Ein bisschen nach vorne gucken. Genau. Guck mal, die Hände ein bisschen tiefer. Ja, finde ich besser. Die Höhe ist perfekt. Genau unterm Rippenbogen ansetzen, ist perfekt. Aber rumziehen. Bisschen gerade, ja. Und jetzt einfach nur den Arm. Ja, besser. Weil wenn du sehr nach vorne kippst, das sieht nicht so gut aus. Wenn du oben bleibst, dann sieht die Schulter auch viel besser aus. Beuger kommt gut, passt. Und auf. Sehr schön. Stark. Ist gut. Druck auf den Beuger nicht verlieren. Ja. Es gibt dir so viele Punkte, wenn du den anspannst. Ohne Scheiß, es ist ein Unterschied, die Tag und Nacht. Baubeine. Bäm, jawohl. Super.
Sehr schön. Passt. Gut aus. Bin sehr zufrieden. Big Zone, ne? Muss sein. Ich habe aber leider das falsche T-Shirt gegriffen, das ist XL. Ich wollte aber XXXL. 3XL. Na gut, das war jetzt nicht der schönste Übergang. Ist egal. So schön Luft brauchen. Vielleicht doch die Bizeps bekommen. Ich finde es besser, wenn du das so an der Seite öffnest. Mal was essen. Es gibt was zu essen, es gibt Kaps. Bin ich zu stark. Lächeln! Komm! Jawohl! Druck auf die Beine, jawohl! Yes! 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 Rücken auf! Ja! Mach dich breit, genauso! Druck auf den Bauch! Jawohl! Ja. Sehr gut, Anton! Vollgas! Lass dich nicht verdecken! Komm nach vorne, lass dich nicht verdecken, Mann! Gut, Anton! Lass dich nicht verdecken jetzt! Gib Gas, Mann! Double Bicep! Akku! Akku! Komm! Akku! Sag immer ein bisschen leiser, hört mich sonst nicht. Ja. Ja, okay, das wäre dann. Ja. 45. Ja. Du kannst jetzt gleich schon mal einbauen seit. Jawohl, mach dich groß, sehr schön. Druck auf die Beine, genau. Sehr schön. Druck auf die Beine, genauso. Sehr schön, sehr schön. Das ist der Hammer.
Now the mandatory moves. Jawohl! Schön, sauber! Tief und Beuger, gib ihn. Sauber! Druck auf den Bauch, genauso, genauso. Schulter raus, sehr schön. Und Druck auf die Beine, yes. Druck auf den Latt, yes. Und Luft raus, freu dich. Yes, jawohl. Sauber. Yes, Linie zeigen, Druck auf den Arsch, genauso. Sehr schön. Super, Alex, genau so stehen, genau so. Schön groß machen, genau so. Round, let's go. Alex, sauber. Genau so, Mann. Seiten, genau. Thank you, favorite size, triceps. Geil, Linie zeigen, komm, Schulter rum, ja, genau so, genau so. Oh, super. Wow. Hammer. Jetzt! Quad Stop, geil! Vakuum! Und boom, jawohl! Sauber! To see your front double bicep. Jetzt, Alex, komm! Gib Gas hier! Sehr schön! Ja, Alex, zeig die Streifen, jawohl! Sehr schön! Druck auf Beuger und aufmachen! Yes! Mach dir Platz, jawohl! Genau so! Zwischenfazit, ihr habt es gesehen, wir haben von 6 Athleten, meine Stimme ist fast weg jetzt, von 6 Athleten, 3 Finalplatzierungen, das ist eine okay Bilanz, würde ich sagen, Teilnehmerfeld war brutal stark, also bei GmbF ist das manchmal echt heftig, teilweise mehr als bei anderen Verbänden sogar noch, also
brutal gewesen, aber ich bin sehr zufrieden mit der Leistung all meiner Athleten, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle haben wirklich ihr Bestes gegeben, hatten ihre Lebensbestform und ja, tatsächlich werden einige von denen auch nochmal starten jetzt bei der GmbF. Also wir machen uns jetzt mal einen Plan, aber jetzt gehen wir erstmal was essen. Es geht zu Cheesy Burger. Ja, der Mike war da gestern schon mit seinem Athleten, um zu laden. Genau, und da fahren wir jetzt auch nochmal hin und werden nochmal einen Schlachtplan entwerfen, wie wir jetzt weitermachen, ob Off-Season, ob Recomp oder ob noch ein Wettkampf. Stay tuned, Leute.